will hier auch niemanden weggriefen oder irgendwas. Aber fremde Leute hier beim lokalen LP-Server von uns ist ein bisschen... weird. Ja, weird. Ich weiß auch nicht, wie der hier reinkommt. Der Server ist nicht offen. Ja. Ich muss kurz mal was gucken. Das ist das erste Mal, dass hier jemand mit uns, also dass jemand auf diesem Server war. Und das ist mega merkwürdig. Wie kann ich eigentlich die Kiste vergrößern? Das hat mich jetzt so sehr aus dem Konzept gebracht, Freunde, dass hier plötzlich dieser Typ steht. Was denn jetzt? Achso. Also es tut mir leid, sehr ist ja, ist wahr. Das ist nicht böse gemeint, aber das passt uns nicht ganz. Wenn wir das wollen, dann sagen wir mal Bescheid, wenn Leute mitspielen sollen. Aber aktuell ist es nicht unser Wunsch. Bären. Der hat noch. Wir müssen noch mal in die Dodes gucken, da verfällt langsam unser Fleisch. Ja, wir haben zu viel Fleisch, um es zu essen. Ja. Ja, oder wir essen einfach zu wenig. Also guck mal! Ich weiß nicht, wo du bist. Also bist du jetzt nackt? Bei mir ist das verpixelt. Ja, super bei geil. Mir auch. Ja, weil ich von dem dieses Adams-Kostüm angezogen habe. Hey, geh weg! Hör auf, über unsere Sachen zu laufen. Okay, also das ist gerade alles minimal verstörend, finde ich. Nur ein bisschen. Okay, Lisa, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du für mich ein bisschen mit Holz und Stein hacken? Klar. Damit ich hier ein bisschen bei der Schmiede vorangehe. Es sind übrigens jetzt 3 Kisten an der Schmiede. Okay. Ich muss mal kurz ein bisschen Holz rausziehen. Wie ist das denn gerade passiert? Was denn? Alles gut. Wow, du hast aber jetzt viel Eisen gefunden. Ja. Also Metall. Cool, ne? Ja, cool. Ich habe auf der anderen Strandseite ganz viele Steine kaputt gemacht und da war echt viel Metall drin. Ja, cool. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit ihm hätte kommunizieren können in-game, hätte ich ihn gefragt, was er hier gerade macht, wie er hierher kommt. Aber die Option besteht leider nicht, wie bei PUBG. Oder anderen Spielen, sonst hätte ich ihn wirklich gefragt, was hier gerade. Aber eigentlich. Die Option nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss es dir geben, weil das ist ja auch so ein PvP-Spiel. Also irgendwo muss es die geben. Ich dachte gerade eben, du hast deinen Skin verloren. Ach so, nee. Ich bin ja ein Weibchen. Ja, mich wundert in dem Spiel nichts mehr. Aber wie ist der in unser Spiel gekommen? Also ich kann mir vorstellen, wer das ist. Ich hätte eine Idee. Aber ich kann sie nicht bestätigen. Also ich kann sie nicht confirmen. Mhm. Dann will ich natürlich auch nichts Falsches behaupten. Dementsprechend sage ich mir lieber gar nichts erstmal. Ja. Ich würde überladen, Alter. Oh, ich muss trinken.
So, laufen wir wieder zurück. Das ist nur ein ewig weiter Weg. Scheiße. Oh, warte mal, vielleicht kann ich ja schon spawnen, was ich bauen muss. Da fehlt nur noch Stein. Das habe ich ja gar nicht genug. Also mich stört der Umstand, dass wir keine Karren haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Aber das ist echt merkwürdig, wo der gerade herkam. Auch das stimmt. Das hatten wir zwei. Hatten wir das schon mal? Nein, oder? Nein. Fremde Menschen auf unserem kleinen eigenen Miniserver hier, vor allem in unserem lokalen Netz. Da muss das ja über irgendeinen Steamport gehen. Leute? Es müsste jemand aus einer Freundesliste von uns sein. Ja. Ja, deswegen habe ich eine Vermutung, wer das war. Wo ist denn eigentlich Parina hin? Ja, das weiß ich auch nicht. Hast du bei der Wandern aktiviert? Nee, oder? Nee, die ist eigentlich, dürfte die nicht weg sein. Merkwürdig, ne? Vielleicht hat er meine Parina getötet. Dann hätte er Fleisch nicht. Vielleicht hat er sie nicht geschlachtet. Sind hier noch Steine drin? Oh, hier ist auch viel Stein drin. Ja, das habe ich da reingelegt. Das Gute ist, dass man stehen kann und trotzdem... Ja, geil. Sehr cool. Das sind gleich zwei. Da kann ich dann Steinwände bauen. Sehr gut gemacht, Lisa. Sehr, sehr gut gemacht. Und es gab ein Level-Up. Ja. So, ich habe hier noch Metall. Da haben wir dann 11 Metallbahnen hier. So, und jetzt hätte ich gerne mal eine Wand. Oh, die braucht deutlich weniger. Ist das geil. Ja, dann geht los, ne? Wenn wir so viel... Alle Dude, oder? Wenn wir so viel Holz haben, könnten wir mal unsere Dings nachfüllen. Unsere Feuer und alles. Ist mir aufgefallen, dass wir da relativ wenig drin haben aktuell. So, das normale. Da fehlt nur Stein, okay. Ich komme gleich mit Stein. Cool. Ich bin hier voll Bob der Builder. Bob der Bildmaster. Nee, der heißt nur Bob der Builder, glaube ich. Aber Bob der Bildmaster klingt lustiger. Oh oh. Was denn? Ein Dilophosaurus. Dilophosaurus. Dionysos. Oh. Wo bist du? Na. Gucke, wo er daherkommt. Okay. Wir fahren jetzt mit Ach, sein Pegomastax, was auch immer das ist. Was? Pegomastax? Pegomastax. Hier ist Parina! Warum ist Parina da hinten? Ja, wenigstens lebt Parina noch. Die hat nämlich ganz viel gegrillten Fisch. Wie kann ich denn die jetzt... Nee, wenn sie da hinten steht, ist es okay. Ich wollte nur wissen, wo sie ist. Die macht so geile Geräusche, die klingt wie knarrendes Holz. Ich finde die Geräusche von der übelst cool. So, sie steht jetzt hier. Cool. Ja, die hat wirklich viel Fleisch. Alter. Ja, ja. Hab ich alles in der abgelegt. Hab ich alles in der abgelegt. Falsch, hier wollte mein. Ja, ja.
Achso, wir haben ein neues Level. Guck mal, wo gehen wir jetzt drauf? Resistenz ist auf jeden Fall... Ach, Resistenz klingt gut. Level 29, Lisa. Ja, was? Ich kann jetzt eine Balliste bauen. Cool, brauchen wir nicht. Und einen Speerbolzen, das ist ja geil. Wieso brauchen wir das nicht? Weil wir nicht PvP spielen. Hey, die Balliste kann ich gegen Dinos nehmen. Wieso rennst du hier nackt rum? Weil ich, das ist mein Adamskostüm. Entschuldige dich bei mir. Oh. Aber dann bleibst du ja jetzt immer so. Na egal. Mach du weg. Das kann man ja nicht mehr ablegen, oder? Hast du jetzt Steine mitgebracht schon? Ja. Ja. I did. You did good. Oder well? You did well, ja. Na egal. So, dann bauen wir jetzt ein paar Wände, die ich... Achso, die sind schon mal in den Brauch mir noch mehr Stein? Warte mal kurz. Ich würde nämlich jetzt... Am liebsten hätte ich den Dino da. Also mehr Stein grundlegend ja. Mit dem könnte ich nämlich fliegen. Geht das? Klar. Wow. Einen Sattel haben und dann kannst du mit dem fliegen. Unsere Schmiede nimmt Form an. Cool. Wenn ich jetzt da noch irgendeine Rampe bauen könnte, wäre das viel cooler. So, oder so eine Treppe. Aber das geht glaube ich gar nicht. Oder? Guck mal, also das geht. Hier. Weil es gehen nur so eine krassen Treppen. Eine Wendeltreppe in der. Das bringt mir auch nichts. Holzaufsteg. Kann ich gar nicht mehr zu verbinden. Nee. Bank. Tisch, Stuhl, Werkbank. Ja, Schmelzofen hat Lisa gemacht. Pelz brauchen wir auch nicht. Steindach, nee. Ich hätte gern. Oder bist du ein. Ist das ein... Bist du ein Fleischfresser? Guck mal. Pteranodon, cool. Ist es ein Fleischfresser oder ist es ein Pflanzenfresser? Es können die Steine wieder, weil das sind jetzt ja alles Texturen, durch die ich durchgehen kann. Das sind alles Glitches. Ah, das nicht. Oder ist da Fisch? Kann auch sein. Ich habe ihm ja schon was reingelegt. Nee, wir brauchen rohen Fisch. Ach so. Er isst kein, die essen, fressen ja nichts Gekochtes. Irgendwo hatte ich auch noch rohen Fisch. Verstehe gar nicht, warum die nichts Gekochtes essen. Ist doch lecker. Es sind Dinos, die brauchen nichts Gekochtes. Ach, das ist Quatsch. Das halte ich für ein Gerücht. Der Stein ist bestimmt genau. Der bestimmt auch. Ja. Also die Steine hier sind alle nicht wirklich. Die sind alle noch. Das ist voll fies. Hier sind ein Haufen Steine, durch die kannst du durchgehen. Ah, hier. Hä? Feine Parina, fein, fein. Und das ist kein Stein, oder was? Ja, das ist doch ein Stein. Oh, ich bin erschöpft. Ruh dich kurz aus. Okay, ich bin immer erschöpft. Hä? Wie soll ich mir das vorstellen? Merkwürdiges Spiel. Ah, Fisch ist es. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. Der ist nicht der Baum. Ein Fischesser. Okay. Also es wächst fast alles nach. Ich bin erschöpft. Muss mal kurz aus, Freunde. So, und weiter geht's. Denn eigentlich ist das Ziel die Schmiede und da zumindest hat sie jetzt Wände. Das ist schon mal schön. Und wieder gekackt.
Ist die Frage, ob wir die doppelt hochbauen oder nicht. Oder ob wir jetzt einfach nur ein Schrägdach draufballern. Was denn? Da waren sehr viele Piranhas. Beides machen wir mit Schrägdach. Metall, ja. Bauen ein schickes Schrägdach. Dann bleibt die vorne offen oder so an zwei Stellen. Ach ja. Leute, das machen wir so. So, noch eins. Eins damit. Eins da. Eins damit. So. Ich hole mal noch ein Narkotikum für alle Fälle. Guck mal, Lisa. Cool. Fein machst du es. Es ist sehr verstörend, dass du nackt bist. Du siehst das doch gar nicht. Das ist doch verpixelt. Nichtsdestotrotz ist es sehr verstörend, dass du nackt bist. Okay, ich brauche definitiv Stein, aber ich weiß nicht mehr woher. Guck mal hier vorne, ob hier noch Stein ist. Wir müssen nochmal gucken, ob all unsere Dotes noch genug Bärchen haben, weißt du? Mhm. Nicht, dass die jetzt verhungern oder sowas, das wäre ja furchtbar. Das stimmt. Aber ich hatte letztens schon mal Bärchen nachgelegt. Okay. So, ich wollte ein Narkotikum holen. Also diese Axt, die Metallaxt, hält im Vergleich zur Stein, zur Steinaxt echt Ewigkeiten. Das ist interessant, ab wann ich schon als überladen gelte. Dabei habe ich eigentlich noch Zeugs, also noch Platz im Inventar frei, war ich der Meinung. Aber gut, so schnell kann man sich, also so kann man sich irren, ne? So, ich habe jetzt Bärchen nachgelegt. Okay. Danke. Bei allen fünf Dodos? Ja. Und bei dem anderen. Carina? Und bei Donuta? Bei Donuta habe ich auch nachgelegt. Ich meine, klar, Donuta ist dick genug, ne? Da würde eigentlich. Da bestünde die Option, einfach mal abzunehmen und ein bisschen was von den vorhandenen Ressourcen zu nehmen, aber. Die Nacksche hier, ey, das ist echt merkwürdig. Ich muss sagen, die Steinhäuser, es regnet. Carina hat auch noch genug Bärchen. So, dann legen wir mal die Steinis da rein. Schon wieder Kindernarkotikum geholt. Eine Kartoffelsaat gefunden übrigens. Oh geil, dann bauen wir noch ein großes Beet. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ich finde es super, dass der gekochte Fisch, wenn der verdirbt, zu verdorbenem Fleisch wird. Ja. So, jetzt guck mal, ob ich hier mich verbaut habe oder. Das funktioniert, was ich hier vorhab. Ja, cool. Funktioniert zumindest so halb. Dass wir so ein Schrägdach bauen können. Da fehlt Stein. Naja, war ja klar. War ja klar, dass wieder irgendwas fehlt. Ist ganz schön dunkel. Jetzt ist es besser. So, Lisa. Wollen wir sonst erstmal. Nein, ich muss den Dino jetzt hier noch betäuben.
Wo bist du denn? Hier unten. Wo denn? Siehst du mich nicht? Ich sehe Parina. Nee, auf der anderen Seite bin ich. Ich bin bei dem Flugdino. Ach, da hinten, bei dem? Immer noch? Ja.